Bei traumhaftem Wetter und besten Bedingungen startete Obergurgl-Hochgurgl als erstes Nicht-Gletscher-Skigebiet der Alpen in die neue Wintersaison. Und im Rahmen des stimmungsvollen Winteropenings wurde auch gleich eine Weltneuheit präsentiert: die künstliche Schneewolke. Diese Maschine produziert naturähnlichen Schnee. Wir produzieren Schnee, der sehr leicht ist. Und die Idee ist es, jetzt an dem Winter über da zu testen, um damit dann im nächsten Jahr dann einen Prototyp zu entwickeln, der tatsächlich diese Anwendungen berücksichtigt, die Anforderungen berücksichtigt, die Skigebiete haben. Das Innovative ist, dass es eine responsive Architektur ist, eine statisch geschlossene. Die Membran selber ist nur gezogen, also in beide Richtungen. Und wird durch die paar Stäbe, die durchgehen, wieder sozusagen in sich statisch geschlossen. Dadurch ist es ein extremer Leichtbau und äußerst sturmstabil, die äußere Haut, und die innere sehr schön geschützt. Dass die künstliche Schneewolke ausgerechnet im Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl getestet wird, ist kein Zufall. Das Ötztal ist seit jeher für Innovationsgeist bekannt. Der Diamant der Alpen ist natürlich unser Slogan, den wir hier im Obergurgl-Hochgurgl in der Botschaft immer mittransportieren. Und da haben wir eine künstliche Wolke, die so ausschaut wie ein Diamant. Und dieser Diamant, diese künstliche Wolke, produziert nicht den künstlichen Schnee, der Schneekanone, sondern die produziert den richtigen Schnee. Also Schneekristalle, Pulverschnee, und da sind wir schon sehr gespannt, was da unten rauskommt. Für den Wissenschaftsstandort Tirol ist der Testlauf der künstlichen Wolke ein willkommener Anlass, seine Führungsrolle in Sachen Wintertourismus zu unterstreichen. Die Standortagentur hat zur Aufgabe, Forschung und Wirtschaft näher zusammenzubringen und Tirol bekannter zu machen, über den Tourismus hinaus als wirklichen Innovationsstandort, als dynamischen Standort in den Alpen. Wir haben viele Fragen im Innovationsbereich, Mobilität, Telekommunikation. Überall dort suchen wir jetzt ganz gezielt wissenschaftliches Know-how, vernetzen es mit den Unternehmen am Standort und zeigen, Tirol ist mehr. Tirol kann hier Labor werden für Zukunftsentwicklungen.